Im Himmel über dem Pilzpalast. Dies ist das Ende. Fertig! Die hat 10 Euro gekostet. Zeit für meine Hochzeit mit Peach. Bist du etwa eifersüchtig auf Mario? Nein! Das war eine Kick-Kollektion. Nein! Tut mir leid. Es tut mir leid, was ich gerade gesagt habe. Wir bleiben jetzt ernst. Ein Buhu sozusagen, ne? Ein Hut mit einem Buhu. Umsehen. Aha. Hui. Ja, wir müssen jetzt jagen, oder was? Ey, warte! Das ist meins! Noch. Was da noch von übrig geblieben ist. Ja! Ah. Das ist noch meins. Das würde ich auch gerne fragen. Bist du einer von denen? Welcher von denen? Hey! Hey! Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Bin etwas zu erschreckhaft. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? Du bist hier im Hutland. Wir wurden gerade vom selben Ungeheuer angegriffen, das dir so übel mitgespielt hat. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen und diesen Ungeheuer hinterher. Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Ich meine, wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. Von der Spitze des Hutturms komme ich da bestimmt hin, aber die Schergen des Ungeheuers versperren den Weg. Wir kämpfen für dieselbe Sache, nicht? Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir meine Schwester und Peach aus der Klemme helfen können. Ah. Nicht so dein Stil? Wie wär's hiermit? Nice. Wir heißen jetzt Augenman. Cappy ist jetzt sein Begleiter. Gut, dass er mein M bedeckt. Damit wir nicht wissen, damit andere nicht wissen, dass wir Mario sind. Mit Y kannst du mich werfen. Versuch's doch mal. Mützenwurf. Kann ich nicht. Wie geht das? Ah, cool.
Muss erstmal in die Steuerung reinkommen. Cool, kannst du auch Licht anmachen. Was immer alle macht. Ich guck mir ein bisschen um hier. Und ich werde mal sagen. Was ist das denn? Was ist das? Hä? Hey. Die Musik ist auch ein bisschen Castorin-mäßig angehalten, oder? Wer das kennt. Ja, ich würde sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Hat den Namen Super Mario Odyssey. Und da ich so ein Mario-Fan bin, dachte ich mir, ja komm, ich habe es mir jetzt ein paar Monate lang gekauft. Habe ich jetzt in 2 Monaten mein Regal stehen, weil ich so viele Projekte hatte. Und ja, das war's auch. Und habe es jetzt gezockt. Ich freue mich jetzt drauf und ja, ich hoffe, ihr genießt das Spiel genauso wie ich. Naja, man kann es ja auch. Warte, kann man. Was ist damit? Oh, kann man abhängen. Dann verschwindet es einfach so. Alles klar. Ich will jetzt alles machen, was zu machen ist. Also ich will nicht hier Speedy Gonzales machen. Dann müsst ihr schon jemand anderen oder selbst zocken. Ah, guck mal hier. Ein Secret. Yeah. Yeah. Für die Mystery-Musik, Alter. Aha. Secret. Naja. So ein Hut, Verschluss, guck mal. Ja, das Spiel hat ein bisschen. Ist ein bisschen hutelastisch. Ist die Neuerung. Dass man die Mütze. Ja, okay, Mütze kann man, glaube ich, schon immer werfen, oder? Was ist das Y? Ah, Mützenwurf. Hey. Ah, guck mal einer an. Der kann die Drehung. Balletttanz hier. Kann man die Lichter anmachen? Tatsächlich. Ja, gut, dass ich jetzt ein Bild habe. Jetzt ist mein Bild wieder da. Keine Ahnung, warum das gerade weg war bei mir. Es war auf jeden Fall in der Aufnahme links bei der Elgato. Am Computer war das so da, aber hier. Auf dem Fernsehbildschirm war das gerade weg. Ich habe keine Ahnung, warum. Da waren Vögel mit Hut. Alter, was ist das denn? Ach, krass, auch ein cooles Detail. Wir sind jetzt verkohlt, weil wir in die Asche gegangen, in die Aschewolke gegangen sind. So, aber nicht da alle an. Wie gesagt, ich will alles mal herausfordern. Weil es gibt ja extra Achievements dafür und, boah. Und die Leute haben sich ja hier die Mühe gegeben, hier alles perfekt darzustellen. Und. Das Spiel ist jetzt auch nicht gerade das längste Spiel aller Zeiten. Sollen das für Dinger sein? So. Oh, da hinten ist noch was. Oh, wer ist das denn? Ich hoffe, bei meinen Freunden da oben auf dem Turm ist alles in Ordnung. Ich hau die kaputt, Alter. Ja, warte mal. Erstmal hier. Wer weiß, ob es dahinter noch wo lang geht. So. Ist aber auch ein Secret, ja. Wandsprung gibt es immer noch. Alter, das Bild ist hier weg. Das kann ich nur verzögert gucken. Alter, das ist so unfair. Ah, jetzt, nein, das habe ich nicht mehr. Irgendwas stimmt dann nicht. Warte mal. Ich muss gerade mal den Bildschirm außen anmachen. Sorry.
Ich habe auch keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Ich kann selber Fernsehen oder sonstiges, aber... Oh, jetzt ist... Okay, war grad... Habe ich jetzt ausgemacht. Ich krieg die eine Münze nicht. Aha. So. Aber das ist ätzend, wenn das jetzt in ihren Zeit wäre. Ich hoffe, es klappt es. Also, es hat schon nie. Oh nein, mein Luftschiff. Schon ein bisschen erschief, wenn man hier alle... Oh, da ist auch noch was. Wirklich, das... Keine 2 Meter Gegner ist hier schon was. Das ist echt krass gemacht. Achso, man muss hier erstmal hoch. Ja, wir kamen von da, ne? Warte mal. Plop. Plop. Wie man rennt, keine Ahnung. Das ist Ducken, okay. Ach geil, das ist die Rolle. Okay. Oh, Doofkopf. Ja, ich hab's mal bei der Gamescom 2-mal gezockt. Einmal das eine Level, man konnte mir 2 Level zocken. Und einmal das andere. Und ich fand beide gleich gut. Das eine, also mit der Stadt war das. Und eines, das war... Ja, was war das? In so einem Candyland. War nee, es war kein Candy. War so eine Wüste. Landschaftmäßiges. Hilfe, die Kamera! Ach, die dreht sich extra dahin, wo wir hingucken. Gute Technik. Spring mal und versuch mich dort auf den Pfeil zu werfen. Habe schon längstens gemacht, Junge. Sehen wir schon kaputt. Fettes Plakat. Ich weiß nicht, wie viel Mützen man machen kann, haben kann. Ach cool. Ach cool. Was ist denn? Die Handlanger des Ungeheuers kann ich von hier aus sehen. Aber ich kann nur tatenlos umher schweben und zusehen. Ja, ich hatte wie gesagt... Willst du zum Hohturm? Der Eingang liegt in der Richtung. Okay, dann gehen wir jetzt Richtung Hohturms. Oder? Haben wir hier noch was? Ah, hier ist noch eine Lampe, warte. Und hier ist noch jemand. Willkommen in Zylindrien. Dem ganzen Stolz des Hutlandes. Soll ich dir was über die Anleitung erzählen? Nö. Sei vorsichtig da draußen. Alles klar. Achso, das war die Seite. Geht nicht kaputt, okay. Aber Lichter haben wir jetzt alle angemacht. Ja. Das ist aber erstmal das Tutorial-Level, sozusagen. Und was steht da?
versuche mal auf B zu drücken statt A. Münzenstoffwurf. Möchtest du einen Kistenstapel demolieren oder einen wiederholt bearbeiten? Drücke und halte einfach Y, um deine Kopfbedeckung zu werfen und kreisen zu lassen. Ja, das kennen wir noch. Ja, wie gesagt, ich habe die Großstadt genommen. Nein. Und war es noch? Und halt die Wüste. Genau. Und ich fand die Wüste ehrlich gesagt besser als die Großstadt. Weil, ja, war ein bisschen verwirrend, ein bisschen. Keine Ahnung. Passte nicht so das Feeling. Waren zwar ein paar coole Gimmicks drin oder so. Aber im Grunde genommen war es okay. War jetzt nichts Besonderes. Haben wir jetzt gemacht? Ein Weg. Gute Arbeit. Oh, da kommen die ersten Gegner. Oh nein. Was für Typen, scheint, als würden sie dich blablabla nicht mögen. Aha, da meinst du ein extra Leben. Also, ich wollte nur zeigen, wie man getroffen werden kann. Werf mal gegen die Tür. Alles klar, gehen wir mal rein. Und sagen Hallöchen, Popöchen. Achso, wir sind noch nicht da. Das ist erstmal das Level. Okay. Und da kommt die erste Verwandlung. Und zwar hat die eine besondere Eigenschaft, der Hut. Dass man sich verwandeln kann in die Gegner. Diese Geschöpfe. Jetzt haben wir das Problem natürlich, wir sind zu schwer. Wir können nicht richtig springen. Wie halt Frösche. Deswegen nutzen wir die Kraft aus. Und nehmen uns so einen. Eisgeschöpf. Und jetzt wird abgedreht. Jetzt hat er zu viele Pilze genommen und jetzt passiert sowas. Die Nebenwirkungen. Du hast einen Frosch gekäppert. Hui. Boah, Alter. Glocken schon übertrieben. Hier war auch noch was. Dann bildet es wieder aus. Ah, jetzt wieder an. Ich weiß nicht, was da los ist. Komm doch nicht bis ganz oben, ne? Nee. Hm. Ist da drauf? Oh. Okay, jetzt weiß ich was. Nein. So, das war das. Hui, paf tot. Paf tot, Herzinfarkt. Und. Wir können natürlich auch sterben daraus, aber wenn man Gegner sind, dann wird man auch nicht angegriffen. Ist klar. Weil die nicht wissen, wer du gerade bist, ne? Ganz klar. Wenn ihr zurückfahren wird, wird man nicht. So. War gerade mich am Fragen, wird man nicht zurückverwandelt? Nein, Bild, bleib. Das Bild, wie wir Futsch gehen.
Ich weiß nicht, was da los ist. Ist er nur bei dem Spiel gewesen bisher. Hui. Hui. Ne, ich will noch nicht drauf. Ich will noch erstmal. Ja, bringt nichts. So, ging besser. Und dazu quatschen. 3 Leben hat man auf jeden Fall. Und ja, seht ihr bereits, was zu machen ist. So, jetzt weiß ich nicht, wie man sich zurückverwandeln kann. Ah. Geht die auf? Ah. Achso, wir haben jetzt einen Bonus. Bleibt das auch? Nee, ne? Ist nur für diese Runde. Und was passiert, wenn man darauf? Man kann das Feuer auslöschen, keine Ahnung. Wieso? Also habe ich das. Hier wäre ein Secret gewesen. Ah, hier waren schon Blöcke, war egal. Aber jetzt kommen wir mal da an. Zu den Herrschaften. Dort oben. Noch nicht. Okay, Halbzeit. Wenigstens etwas. Dieses Ungeheuer hat alles zerstört. Manche Tage laufen eben nur so lalala. Hut auf und durch. Kannst du uns nicht irgendwie helfen? Vor allem zittern. Hauptsache. Die hören sich an wie die Minions. Die hören sich an wie die Minions. Hauptsache, das sind einfach mal 10, 20 Geister und können nicht mal gegen so einen laschen Typ da gehen kommen. Wer hat das angerichtet? Ich kann vor lauter Angst nicht mal den kleinen Finger berühren. Die Feiger, ja. Wie viele das sind? Das sind noch mehr, 20 sogar. Das langohrige Handlanger des Ungeheuers sind immer noch da oben. Pass bitte auf. Was ist das für Musik? Von Ehestadt für Musik. Was haben wir hier? Komm, ich verkohlen wieder. Kommen wir nicht lang, ne? Vielleicht. Ah, vielleicht als wenn wir das hier geschafft haben. Dann machen wir das mal. Haben die da? Haben die Radio laufen oder was? Okay. Als so geht's jetzt hier. Alle vier? Okay. Der Chef hat recht, als er sagte, ein schnurrbärtiger Geselle werde sich in unsere Vorbereitung einmischen. Wir sollten uns wohl mal vorstellen. Man nennt uns die Brothers und unser Zeichen Hochzeitsplaner des glücklichen Paares Peach und Bowser. Wir haben den Schatz, der wir wollen. Wir können also weiterfahren. Woher müssen wir allerdings noch noch diese Stirnfriede aus dem Weg räumen? Ich bin der Kobold. Hotzenplotz.
okay. Bitte Kamera geht nicht aus. Ansonsten nicht aus. Okay. Wow. Wow. Achso. Wow. Wow. Okay, warte. Das Bild spart gerade. Deswegen. Ja, schon wieder. Das ist ätzend. Hier ist nicht mehr. Jetzt wieder. Aua, was ist denn damit? Los, ich krieg die Krämpfe. Ist das nicht angesteckt? Warte, ich guck mal. So, jetzt bleibt das blöd aber irgendwie. So. Bam. Okay, scheiß auf die Münzen. Okay, ist es nicht so schwer. Ah, nur zwei Treffer, so. Ja, Gottchen. Weil nix. Da war eine Nulpe. Gebt mal einen richtigen Gegner. Was ist das denn? Ach so, so kommen wir in die nächste Stadt. Ja, dann bis zum nächsten Part. Ciao. Das war Super Mario Odyssey.